Also ich hoffe, ich kann auch weiterspielen, falls irgendein KI-Gegner hier vorher mit irgendeinem Sieg davonkommen sollte. KI-Spieler hinzufügen. Okay. Ich würde sagen, halbwegs von den ersten Anzeichen blind. Des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. O großer Friedrich, König der Deutschen! Euch obliegt es, aus den unabhängigen Staaten, die euch umgeben, ein Reich zu formen. Ihr seid ein geborener militärischer Anführer. Nutzt diese Fähigkeit, um euch die Städte untertan zu machen, damit sie zu blühenden Zentren des Handels und Handwerks werden. Auf das einst die Barden vom mächtigen Friedrich mit dem roten Barte singen werden, dem großen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Okay. Zusätzlicher Militärregierungsplatz. 7 Kampfstärke beim Angriff auf Stadtstaaten. Und Freie und Reichsstädte. Okay. Sehr schön. Werden wir gleich mal testen. Ich meine, ich weiß nicht genau, was bringt die Hanse jetzt. Es ist ein Spezialbezirk und wahrscheinlich komplett auf Produktion spezialisiert. Und auf das U-Boot bin ich mal gespannt. Falls wir überhaupt bis zu diesem Zeitraum überleben sollten, also. Keine Ahnung. Das lädt schon ein bisschen. Seid gegrüßt, mein Oberhaupt. Als eure persönliche Beraterin obliegt es mir, euch in allen Fragen... Puh. Huch. Bitte nicht wehdrücken. Okay, also, ich denke, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, wo ich meine erste Stadt gründe. Einfach so wild drauf los. Es wird ein bisschen schwierig. Aber wir versuchen es einfach mal. Stadt gründen. Bonusressource Bergbau. Also wenn ich jetzt hier Wasserverfügbarkeitsleitfaden zu nah an einer Stadt, kein Wasser. Also ich habe jetzt hier Süßwasser und das kommt wahrscheinlich durch den Fluss. Und das bin mir plus 3. Tja. Plus 3 Gebäude. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Stein. Hier habe ich Stein. Wenn ich hier rüber gehe. 2 Punkte. Wenn ich hier rüber gehe, bekomme ich keine Banane. Die ist noch ein weiter hier. Und Stein, dann würde ich fast sagen, gehe ich an diese Flussmündung hier rüber. Hier habe ich Fuchs, Pelze. Stadt gründen. Okay. Aachen ist gegründet, sehr schön. So, jetzt habe ich meine Krieger. Ja, ist das hier schon ein Indikator für... mehr?
Oh. Ein neuer Kontinent. Außenhandel. Aha. So, und irgendwo kann ich jetzt auch hier... ...einen Kontinent sehen. Das ist hier auch irgendwo eingeteilt, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aha, hier. Okay. So. Unser Kunde nennt ihn Amerika. Okay. Produktion wählen. Monument, Kultur. Empfohlen. 15 Runden. Ja, mit einem Handwerker kann ich hier noch nicht so viel anfangen, weil ich Bergbau, Tierzucht, Bergbau. Ich müsste Bergbau mal als Forschung hier angehen. Ja, dann machen wir das. Ein Monument als Kulturbergbau. 9 Runden. Ein Handwerker 12. Und das möchte ich gerne machen. Ja. Gottes Willen, ich bin schon ein bisschen überschlagen von den vielen Fensterchen. Also ich meine, das ist ein halbes Blind-Video hier, was ich mache, eine Aufzeichnung. Geländefeld kaufen. Ja, ich denke, ich kann im Moment noch nicht so viel machen. Gesetzgebung, was heißt das in 15 Runden überhaupt? Ausrichtungsbaum. Na fein. Okay, da kann sich bloß einmal ein Feld bewegen hier. Ja, was kann ich jetzt hier? 3 Runden bis zum Wachstum. Wohnraum 6, okay. Stadtdetails. So, wenn ich mir jetzt den Wohnraum angucke hier. Wo finde ich den überhaupt? Wohnraum. 6 Wohnraum für einen Bürger. Okay, und ich denke, das kommt jetzt durch die Flüsse hier. Der Grafikstil erinnert mich an, irgendwie an ein bisschen Age of Empires 3. Ja, das kann sein, das stimmt. Obwohl ich selber nicht intensiv gespielt habe, sondern eher Age of Empires 2. So, na gut. Ich meine, ich habe jetzt hier auch den größten Kartenmodus gewählt. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich jetzt hier auf mal andere Zivilisationen treffe oder überhaupt irgendjemand. Das ist ja doch relativ schnell passiert in den ganzen Previews hier. Ah. Das ist doch das, was wir so ein bisschen gesucht haben hier. Das muss mehr sein. Okay. 10 Runden. Ich benutze natürlich kein VPN. Es gibt, wenn man auch mal ein bisschen googelt, Möglichkeiten, das freizuschalten. Da hast du recht, der offizielle Release im asiatischen und ozeanischen Raum ist schon. Und ja, so funktioniert es ganz einfach. Müsste aber mal googeln für die Freischaltung. Das ist eigentlich kein Problem. Okay, aber ich würde jetzt hier gerne
Ah, okay, kann ich noch nicht weiter durch den Wald.